Liebe Lorena, verrate uns doch mal, wovon hast du als Kind geträumt? Ich habe als Kind immer an Weihnachten davon geträumt, beziehungsweise mir gewünscht, dass ich irgendwann mal mit dem Weihnachtsmann und seinem Schlitten in den Himmel fahren darf, um da mit seinen Engeln Kekse zu backen. Ich habe wirklich geglaubt, dass das geht und warte heute noch. Auf jeden Fall hatte ich nie wirklich einen konkreten Berufswunsch. Ich wollte kurzzeitig Ballerina werden, dann Pferdezüchterin und dann Bäckerin. Auf jeden Fall habe ich große Erinnerungen daran, dass ich es geliebt habe, Mutter, Vater, Kind zu spielen. Und in diesem Spiel habe ich immer die Mutterrolle übernommen. Daher wusste ich wirklich schon früh, dass ich irgendwann, hoffentlich auch eine große, glückliche Familie haben möchte. Und was begeistert dich an den SOS-Kinderdörfern? An den SOS-Kinderdörfern begeistert mich so einiges. Ich durfte ja schon zwei SOS-Kinderdörfer besuchen und ich war absolut überwältigt mit was für einer Selbstlosigkeit die SOS-Kinderdorfeltern und Betreuer ihren Job täglich machen. Das ist auf jeden Fall ein sehr anspruchsvoller und zeitintensiver Job, für den ich super viel Respekt habe und sehr dankbar bin. Und was denkst du, was kann jede und jeder Einzelne tun, dass es Kindern weltweit besser geht? Es gibt viele Möglichkeiten, Kinder weltweit zu unterstützen. Und das Wichtigste meiner Meinung nach ist, aufmerksam zu sein für erstens die Kinder im eigenen Umfeld. Sprich, nicht wegzuschauen, wenn gewisse Situationen vielleicht meine Hilfe und Unterstützung beanspruchen, auch wenn sie vielleicht im ersten Moment nicht so offensichtlich sind. Und zweitens natürlich aufmerksam und hilfsbereit zu sein für die Kinder, die niemanden in ihrem direkten Umfeld haben, der auf sie aufpasst. Und das heißt spenden und gegebenenfalls eine Patenschaft zu übernehmen. Was braucht ein Kind deiner Meinung nach ganz dringend, um gut aufzuwachsen? Ich würde sagen, um gut aufwachsen zu können, braucht ein Kind ganz dringend ein sicheres und geborgenes Zuhause. Und für mich muss Zuhause nicht immer ein bestimmter Ort sein. Für mich ist Zuhause auch das Gefühl von Liebe, Verständnis und Unterstützung, feste Bindung und ja, Vertrautheit und gemeinsame Zeit und schöne Momente mit vertrauten Personen. Letzte Frage. Wenn du eine Zeitmaschine hättest, was würdest du der 7-jährigen Lorena mit auf den Weg geben? Ich würde ihr sagen, dream big. Also, wenn du ganz, ganz fest daran glaubst, dann wird dich der Weihnachtsmann irgendwann abholen und mit dir Kekse backen.